finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Aiden. Wo bist du? Also ich muss sagen, ich liebe an diesem Spiel, wie vielfältig diese Welt ist. Wir hatten schon eine Wüste. Wir sind jetzt im Schneesturm. Der Schneesturm wird doch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Also dieses Weltdesign ist wow. Ja, ich kann aber nicht weiter als hier. Und doch weiter als bis da, obwohl es da schon so vibriert hat. Wir erfrieren hier draußen. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Wir nehmen das hier. Nein, nehmen wir nicht. Was für ein Versteck willst du denn? Kann dir alles Mögliche anbieten. Und nur nicht so groß. Wir nehmen das. Ich seh's. Dann los. Gut, das nehmen wir. Hallo Dystopia, schönen guten Abend. Achso, wir müssen selber laufen. Und man muss auch sagen, das Spiel ist von 2013. Ja, die haben das nochmal ein bisschen aufpoliert für die PlayStation 4, aber... Also ich bin wirklich sehr begeistert von dem Spiel. Ich muss was machen. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Okay, wir machen ein Feuer oder Aiden macht Feuer? Nee, einen macht, glaube ich, kein Feuer. Verflucht. Alles aufgeweicht. Ich meine. Verdammt, das Zeug ist zu nass. Uns muss was einfallen. Sonst erfrieren wir heute Nacht. Kann nicht helfen. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang.
hat ja Handschuhe. Achso, jetzt hat sie Handschuhe an. Was will sie denn hier? Toilette. Achso. Okay. Was ist da los? Das dachte ich mir auch, Julia. Also bei minus 40 Grad weiß ich nicht. Da würde ich mir alles andere überlegen, als mich dahin zu hocken. Und wieso nehmen die ihre Skier nicht mit rein? Wieso fliegen die nicht weg? Ich denke, es ist so windig. Oh, sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Hast du gesehen? Nein, nein, ich glaube nicht. Und los! Los, dranbleiben! Ja, das war's mit Aufwärmen. Dann, ja, ich erwarte so eine Szene wie beim letzten Mal. Dass wir uns von Versteck zu Versteck hangeln müssen, um da irgendwie unentdeckt zu bleiben. Und das ist überhaupt nicht meins. Bingo. Eigentlich sieh nach, was drin ist. Soldaten. Sie laden Kisten ein in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Ich kann mit einem nicht unter Wasser. Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden, kümmere dich darum. Okay, eine Sekunde. Was kann ich hier drin anstellen? Ich glaube, das war nicht so clever. Tinze! Ich habe mal lieber schnell geschossen, dass ich berührt werde, weil das geht ja nicht mit Aiden. Total unter Wasser? Weiß nicht so richtig. Aber wir haben den Typi doch noch. Achso. Er lebt doch noch. Fuck,
Nick! Sorry. Noch. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ich gehe mir mal das U-Boot angucken. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Nein, ja, ich möchte es nicht steuern. Das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Hier war noch. Achso, oh. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Wartet. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Bald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Wir müssen wieder mit Ryan los. Natürlich müssen wir mit Ryan los, aber ich möchte nicht. Aber wir schaffen das. Ich stelle mich auf Quicktime-Events ein. Dann schaffen wir das. Hier ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Nicht hier anfahren? Ich weiß gar nicht, wie breit mein Schiff ist. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Hier sind überall Lämpchen. Das ist schon mal gut. Scharfe Rechtskurve. Rechts ist was zu sehen, oder? Auf unserer Map da oben. Sieht aus wie so ein Reagenzglas. Ups. Da. Siehst du das Licht? Nimm mal den Kopf weg, ich sehe nichts. Wohin guckt man? Durch die Scheibe auf dem Bildschirm. Ich habe tatsächlich immer hin und her geguckt, bis Ryan seinen Kopf ins Bild gehalten hat. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Vielleicht sind Sie kooperativer, wenn Ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Ist zwar Ryan, aber Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten? Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis?
Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer... Mein Name ist Holmes. Ich muss reden. Es ist zwar Ryan, aber... Agent 894732. Es soll niemandem was passieren. Die CIA weiß also von unseren Experimenten. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Tut mir leid, Ryan. Ist mir egal. Ich mag den eh nicht. Soll er doch denken, was er will von mir. Ich habe ihn gerettet. Jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Hallo Ilunia, danke für dein Follow. Schönen guten Abend. Ich glaube, wir fallen mit unserem europäischen Aussehen hier überhaupt nicht auf. Nein, das hat nichts mit... Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich verwickle mich, glaube ich, nur in Diskussion. Ich habe nur gesagt, wir sehen etwas anders aus als die anderen. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Wir können nicht nur warten. Fallen vielleicht auf. Hallo Ilunia. Wie hast du hergefunden? Nee. Denn? Bolai. Von Sade de Wuchi. Ich bin gar nicht so nah an den ran. Na toll. Aiden beschützt uns? Warum hat Aiden losgelassen? Wird euch was tun? Nein. Hier bin ich nicht richtig. Okay, dich muss ich spielen. Aiden, ich brauch dich. Nein, nicht anfassen.
Okay, wo gehe ich jetzt mit dir hin? Bleibt nur noch diese Tür. Hier ist nichts, was ich tun kann. Ich weiß nicht, wo ich bin, Jody. Ich, bin noch durch Aiden nicht durch oder kann ich als Aiden durch Aiden durchlaufen? Was soll ich tun? Ja, sag mir bitte, was ich tun soll, Jody. Ich glaube, ich muss hier hinten was machen, aber ich muss die anderen erst irgendwie ablenken. Kann ich hier einen Alarm auslösen oder so? Oh, warte mal. Hier war ein Punkt. Kann ich den jetzt damit ausschalten? So, jetzt kann ich die anderen beiden... Okay, ich habe das Rätsel gelöst. Was tust du? Aiden, du bist da. Schnell. Hier hänge ich. Ich hänge. Oh nein, was ist denn hier schon wieder los?
Heile dich. Oh Mist, ich muss mit beiden in eins. Entschuldigung. Krieg's hin. Ich spiel nicht so oft. Mit Controller. Du bist hier. Schnell. Hol mich hier raus. Lang? Ich muss erst Ryan finden. So, machen wir die Tür kaputt. Nicht Schwein finden, geh einfach. Ja. Alles eigentlich okay? Sollte ich einfach gehen. Wissen. Kannst du laufen? Ja, ist klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Der Verhörraum hier. Was ist der Verhörraum? What? Kamera. Hier mit beiden, glaube ich, noch nichts tun. Guck mich mal kurz um.